Also ich glaube, das hat sich in den letzten 100 Jahren nicht verändert, da ja mit dem Lagerfeuer gekocht und geheizt und Licht gespendet wird, ist der Geruch dann doch einem ordentlichen Single Malt ähnlich, wenn die nach Hause kommen. Auch die Socken, die sind dann durchlöchert, die Füße haben Blasen, aber das Schönste ist halt das Lachen im Gesicht und die Ausgeglichenheit, wenn die dann wiederkommen. Ja, also heutzutage ist ganz unbedingt richtiges Abenteuer möglich. Das würde ich überhaupt nicht bezweifeln. Und ich meine auch, dass die Pfadfinder so ein Flair davon umgibt. Ich meine, Abenteuer sind ja nicht immer die ganz, ganz großen Sensationen, die man erlebt. Also ne, wenn man auf so einem Lager oder speziell auch auf einem Hike, also auf so einer Wanderung ist mit kleinem Gepäck, da erlebt man ja jede Menge Abenteuer an einem Tag, also neue Erfahrungen sind, wo man sich unsicher ist, wo man vielleicht mal ängstlich ist und dann aber merkt, dass sich kritische Situationen dann doch lösen lassen und auflösen lassen. Ne, das sind ja ganz viele kleine und große Abenteuer. Wenn die Pfadfinder so auf dem Haufen hängen, habe ich das Gefühl, da hängt immer ein Hauch Abenteuer mit in der Luft.